Das Finalkleid an diese Stange, ja? Ich habe gerade mit Kate telefoniert. Hey, jetzt guck nicht so. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass du beinahe ihren Entwurf als deinen aus dem Laufsteg geschickt hättest. Hey, am besten wir vergessen die Sache ganz schnell. Du hast dich rechtzeitig umentschieden und nur das zählt. Was ist denn los? Tanja hat fies reagiert, habe ich recht? Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Was? Aber sie muss doch mal wissen. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen. Aber es ist zu spät. Du willst es also wirklich darauf ankommen lassen und Kates Kleid als deines ausgeben? Was ich will, das zählt jetzt nicht mehr. Jetzt geht's um LCL, weißt du, um das große Ganze. Und eine Show ohne angemessenes Finalkleid ist keine Show. Das kannst du nicht machen. Das ist Diebstahl. Und wenn du das tust, dann kannst du dir nie wieder in die Augen schauen. Wenn ich es nicht tue, dann stehe ich als Versagerin da. Mann, ich habe alles getan. Weißt du, ich habe mir die Nächte um die Ohren gehauen. Tanja, aber nichts gut genug. Mensch, Rebecca, das kann doch nicht die Lösung sein. Das ist, als hätte ich auf der Bühne gestanden und jemand anders hätte für mich das Playback gesungen. Ja, sowas soll es geben. Du klaust die Idee von jemandem, der sich dir anvertraut hat, damit du ihm einen Rat gibst. Rebecca, sowas geht einfach nicht. Mann, Tanja hat sich für das Kleid entschieden. Ja, aber du hast zugelassen, dass sie denkt, dass es von dir ist. Jetzt ist zu spät. Ich habe den Moment verpasst. Zu spät ist es erst, wenn dieses Kleid da draußen auf dem Laufsteg ist und alle Welt es sieht. Ihr könnt immer noch einen von Juris Entwürfen für das Finale nehmen. Nein, das kannst du nicht von mir verlangen. Soweit ist es also gekommen mit der Konkurrenz. Du bist bereit, dich mit fremden Federn zu schmücken, nur um die Nummer 1 zu sein? Herr Mosch! Ich hatte schon kurzzeitig befürchtet, Sie würden Königsbrunn jetzt meiden. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Polizei Wind von unserer kleinen Party bekommen hat. Vor denen haben Sie mich ja ganz hervorragend bewahrt, durch diese abenteuerliche Flucht, durch diesen Geheimgang. Ja, ich könnte doch nicht zulassen, dass unser potentester Großkunde Ärger wegen solchen Petitessen bekommt. Ich bin da mal gespannt, was Ihre Designer aus dem Hut zaubern werden. Als ich Lottis Bericht gelesen habe, habe ich fast gedacht, sie hat sich von Ihnen kaufen lassen. Aber mein lieber Herr Mosch, das haben wir doch gar nicht nötig. Willkommen zurück auf Königsbrunn. Dankeschön. Sagen Sie mal, spielen Sie Poker? Es gibt Freunde von mir, die überhaupt nicht jetzt davon. Na wunderbar, dann würde ich Sie gerne morgen zu mir zu einer kleinen privaten Runde einladen, um mich für die Einladung bei Ihnen zu revanchieren. Sie verstehen, was ich meine? Da komme ich doch nur zu gern. Mit Begleitung. Sehr schön, grüßt euch. Also, wie gesagt, das Motto unserer Show ist Fashion Fight. Zwei Designer, zwei Modelinien, zwei Welten, die aufeinander prallen. Glauben Sie, dass wir mit diesem Label in einem neuen Marktsegment Fuß fassen können? Ja, aber unbedingt. Wie wollen Sie verhindern, dass Sie als Kraus- und Rübenmarke wahrgenommen werden? Indem wir genau diesen Bruch betonen. Unsere ganze PR-Kampagne wird genau darauf abgestimmt sein. Meinen Sie mal, ich könnte einen kleinen Blick vorab auf die Kollektion werfen? Ja, das ist niemandem verraten. Fangen wir mit der klassischen Linie an? Gerne. Wie du den wieder in die Spur gekriegt hast. Respekt. Damit kommst du sowieso nicht durch. Kate wird ihr Kleid in irgendeiner Modezeitschrift sehen und da gibt's einen Riesenskandal. Ach, mit der kann man doch bestimmt reden, weißt du? Oder ihr Geld bieten. Viel Geld. Rebecca, Kate ist nicht so. Rebecca von Lahnstein kennen Sie bereits, oder? Ah, the next generation. Ich bin ein glühender Verehrer Ihrer Kunst, Frau von Lahnstein. Vielen Dank. Herr Mosch, schauen Sie sich doch schon mal ein bisschen um. Ja. Rebecca, wo ist denn das Finalkleid? Sie werden es lieben. Herr Mosch, es ist umwerfen. Nein! Nein? Zack, spinnst du? Hast du irgendein Problem? Rebecca wird dir das Problem gleich erklären. Mir ein geklautes Kleid untergeschoben. Mann, ich wollte es dir doch erklären, aber du hast mich nicht zu Wort kommen lassen und du warst so begeistert. Weil ich dachte, dass es dein Entwurf ist. Jetzt weiß ich auch, warum du ihn mir wieder ausreden wolltest, Rebecca. Ja, eben. Aber du hast es nicht richtig gestellt. Und soll ich dir sagen, wieso? Weil du bei jedem deiner Entwürfe total versagt hast. Ich dachte, mit diesem Kleid hier hättest du einen Coup gelandet, aber du hast es einfach nur geklaut. Nein, das habe ich dir doch gerade versucht zu erklären. Es wäre perfekt gewesen. Tut mir leid. Ich habe dir vertraut. Ich habe auf dein Können vertraut. Aber diese Aktion hier ist eine einzige Kapitulation vor dir selbst. Wir haben da unten eine Show zu stemmen. Mosch ist da und alle unsere anderen Kunden, auch die gesamte Presse. An diesem Teil da habe ich keinerlei Rechte. Und wenn das auffliegt, dann sind wir geliefert.
Wir könnten doch vielleicht einen Anwalt. Hast du mir eigentlich nicht zugehört? Nichts. Wirklich nichts. Von dir ist annähernd so gut. Wir brauchen ein Finalkleid. Nehmen wir eins von Juris. Das wird für dich auch noch beschweren. Von Kate. Ich weiß. Das hat das gewisse Etwas. Das ist LCL und es ist endlich mal wieder ein Brautkleid. Da kann ich von Glück sagen, dass ich diesen Entwurf gefunden habe. Und du auch. Das beweist nämlich, dass du noch kreativ mit Juri mithalten kannst. Rebecca, dieser Entwurf, der wird deine Karriere retten. Ansgar, wir müssen sprechen. Nein, jetzt! Du solltest einfach mal tief durchatmen. Dass die Sache jetzt geklärt ist, das hat doch auch was total Erleichterndes. Ganz ehrlich, erleichternd wäre gewesen, wenn wir Kate den Entwurf für das Kleid hätten abkaufen können. Aber so? Aber auch dann wäre das Finalkleid nicht von dir gewesen. Ja, offiziell schon. Und das wäre für dich okay? Nee, Rebecca, das kaufe ich dir nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte einfach ein bisschen mehr Zeit gehabt, weißt du, mich zu sortieren, mich an neue Entwürfe zu setzen. Mag ja sein, dass du in einer kreativen Krise steckst. Aber du wolltest mit deinem Kopf durch die Wand. Du musst endlich aufhören mit deinen Selbstzweifeln. Hey, vielleicht ist das Finalkleid nicht von dir, aber an der anderen Teile deiner Kollektion. Und die sind wunderschön, du solltest wirklich stolz sein. Ja, du hast ja recht. Danke, dass du mich vor diesem idiotischen Fehler bewahrt hast. Ich weiß ja, dass du es noch mehr bereut hättest, wenn ich die Presse für ein geklautes Design lobt. Das hätte dich nur noch mehr verunsichert. Jetzt kannst du wieder nach vorne blicken. Ja. Ich glaube, ich gehe mal wieder rein und kümmere mich um die Vorbereitung. Wir präsentieren ja nicht nur das Finale. Toi, toi, toi. Soll das ein Witz sein? Ist sie sogar zum Clown zu dämlich, oder was? Kannst du ihr fürs nächste Mal ein paar Tipps geben? Ansgar, das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen eine Lösung. Das ist doch völlig klar. Nimm irgendeinen Entwurf von Juri Adam als Finalkleid. Auf keinen Fall! Was denn, weil ich ihn zur LCL gebracht habe? Nein, weil wir hier vom Finalkleid sprechen. Da macht man keine Experimente. Die ganze Presse schießt sich darauf ein. Das ist das Bild der Bilder und wir müssen es liefern. Juri hat nichts in seiner Linie, was das kann. Na schön, dann mach irgendeinen Vorschlag. Wollen wir jetzt vielleicht die Archive irgendwelcher Modeschulen plündern, weil jeder dämliche Student mehr drauf hat als seine überbezahlte Kreativlesbe, oder was? Wir haben bereits das perfekte Kleid. Ich hab's Mosch gezeigt. Wie stehen wir denn da, wenn wir es jetzt nicht präsentieren? Schön, das ist alles klar. Dann kaufen wir eben dieser Nachwuchsdesignerin den Entwurf ab. Das wäre die eleganteste Lösung. Großartig. Hast du irgendeinen Kontakt zu der Frau? Dann kümmere ich mich eben drum. Marlene hat mir ihre Nummer bereits gegeben. Wenn du sie irgendwie weichklopfen musst, erzähl ihr einfach, ich nehme sie nach dem Studium unter Vertrag. Ja, ja. Jeder hat seinen Preis. Ach, eine Frage noch. Was machen wir denn mit unserer kleinen Plagiatorin Rebecca? Weihen wir sie jetzt ein? Nein. Nachher kriegt sie noch Panik und dann könnte es sein, dass ich ihr die Augen auskratze. Und?
Hast du diese Kate erreicht? Ja, leider nicht, nur die Mailbox. Aber ich versuch's gleich nochmal. Dass ich Tristan wirklich als Model versuchen will? Ja, finde ich auch lustig. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit. Sie sind auch im Textileinkauf tätig? Nee, ich mache in Holz. Ach, Forstbetrieb, ja, ist auch eine sichere Sache. Ihre Wälder, sind die in Übersee oder hier im Inland? Glauben Sie, ich steige jedes Mal einen Flieger, wenn ich einen Baum fällen will? Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf Schloss Königsbrunn. Wir haben uns entschieden, unsere diesjährige Mondschau hier auf Königsbrunn stattfinden zu lassen, weil wir glauben, dass unser Schloss die richtige Atmosphäre für diese Präsentation bietet. Wie Sie bereits der Fachpresse entnehmen konnten, ist uns bereits im Vorfeld eine Sensation gelungen. Wir konnten Juri Adam für LCL verpflichten. Provokation, die seine Entwürfe mit sich bringt, mit der klassischen Linie unserer fantastischen Designerin Rebecca von Lahnstein, bleibt LCL das, was es immer war. Die Speerspitze zeitgenössischer Eleganz. Und weil wir selbst so begeistert von diesen beiden Linien sind, konnten wir es auch gar nicht erwarten, Ihnen die neuesten Entwürfe zu präsentieren. Ja, und deswegen haben wir uns entschieden, uns schon 3 Wochen vor allen anderen Modelabels zu präsentieren. Ja. Bevor ich jetzt der Mode das letzte Wort überlasse, möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, mich bei der besten Geschäftsführerin zu bedanken, die man sich nur vorstellen kann. Meine Damen und Herren, Tanja von Lahnstein. Danke, Ansgar. Vielen Dank. Ich möchte mich natürlich auch bei dir für deine Unterstützung bedanken und für dein Engagement, was du mir jederzeit entgegenbringst. Genug der langen Vorrede. Ringfrei zur ersten Runde unseres LCL Fashion Fights. So steif wie die anderen Klamotten. Rebeccas Sachen sind nicht steif. Die sind klassisch, Papa. Wie so ein Waldschrat. Was meinst denn du, Mama? Kannst du mir mal helfen? Es ist so heiß. Sieht sowas. Ja, und diese Idee des Kampfes, also das ist wirklich großartig. Eleganz gegen den Terror der Gegenwart, wunderbar. Ich habe schon befürchtet, dass ich die Handschrift von Clarissa von Anstetten vermisse. Clarissa von Anstetten vermissen, ja. Das wäre verwunderlich. Alles okay, Mama? Ich glaube, das Baby drückt hier auf die Blase. Aussieht, kommt unser neues Konzept an. Wir sind immer ein gutes Team, Ansgar, solange wir nicht gegeneinander kämpfen. Jetzt kann uns eigentlich nur noch Kate ein Bein stellen. Hm. Ich geh mal telefonieren. Komm mit. Jetzt mein Hirn ist ungestört. Jetzt mach's nicht so spannend. Was hat sie gesagt? Ja, nichts. Das ist ja das Problem. Ich kann die Tante nicht erreichen. Ansgar, ich brauche diese verdammte Einwilligung. Und das am besten vor dem Finale. Das ist mir klar, Tanja. Es könnte nur ein bisschen knapp werden. Hast du einen Plan B? Ja. Ja, wir zeigen das Kleid. Was, ohne die Rechte dran zu haben, bist du irre? Was habe ich denn für eine Wahl? Die Show läuft perfekt. Und wenn wir nicht wollen, dass sie in einem Fiasko endet, dann müssen wir dieses Kleid zeigen. Ja, aber die Rechte im Nachhinein zu bekommen, können ziemlich schwierig werden und vor allem teuer. Ich finde, das ist nicht mein Problem, sondern Rebeccas. Sie hat das Kleid als ihres ausgegeben.
Deine Worte, wir lassen sie fallen, wenn es harter Fahrt kommt. Ja, darauf kannst du Gift nehmen.